ich da meine Wasserflasche auffüllen? Ein Bloodbag, ein Painkiller, ein Morphin und ein Epi. Und mein Rucksack ist komplett leer ansonsten. Sehr gut. Bandagen natürlich noch. Also ich komme mal Tipps auf das auf den Coyote Backpack, den ich reingelegt habe. Das ist halt einfach. Oh, was war denn das? Da draußen sägt jemand. Da draußen sägt jemand. Mhm. Mit einer Kreissäge. Schön. Schön. Und ich glaube, ich habe hellhöriges Mikro. So. Da beginnt die Stadt. Gewaltig. Ich gucke nochmal kurz auf die Map. Also wir kommen jetzt von der Seite rein. Zentral, Krankenhaus, vielleicht ein Motorrad, vielleicht ein Auto, Supermarkt. Ist eher unwahrscheinlich. Bei Outspawns. Warte mal, jetzt gucke ich mal, dass ich vielleicht mal reingucken kann und vielleicht sehe ich ja irgendwas. Vielleicht ich gehe mal zum Hochstand. Action. Alter. Ich gucke auch kurz mal rein. Ich sehe ich sehe den Supermarkt. Du siehst den Supermarkt. Siehst du da irgendwie Aktivität oder sowas? Nee. Nee. Sieht man gerade gar nichts. Weil ich sehe nämlich auch gar nichts an Aktivität. Ja, dann. Ah, ich sehe den Supermarkt auch, alles klar. Wie wollen wir denn vorgehen? Sollen wir erstmal zu diesem Industrial Building, was da vorne ist? Dieses etwas abgefucktere. Also ziemlich weit vorne, noch das nächste Gebäude eigentlich, was wir sehen. Ja. Sollen wir da mal rein erstmal und dann können wir ja uns die Zombies erwehren, die da kommen. Und dann langsam aber sicher vor. Gut. Gut. Dann kommen wir wieder runter da. Wo bist du? Ich bin direkt in deiner Nähe. Wo bist du? Beim Stand. Passt, also etwas südlich rum. Bin beim Aussichtsstand. Ah ja, ich sehe dich. Hallo. Ja dann. Ah, ja. Attacke nach unten. Attacke. Würde ich sagen. Auf dieses Industrial-Ding da. Ja, genau. Erstmal. Dass wir da erstmal gucken und dann schauen wir mal, wie wir uns weiter vorarbeiten. Also ich würde jetzt vorschlagen, du rennst vor, also du sprintest vor, schießt in dem Zentrum dreimal mit deiner Lee-Enfield. Ich renne derweil um dich herum, mach das Mikro an und schreie die ganze Zeit. Ja, genau, das ist ja auch die Idee, die wir eigentlich immer machen. Okay. Das ist ja genau das, was wir eigentlich hier auch betreiben wollen. Survival eben. Survival, so wie man das auch im echten Leben machen Sneaky. Würde. Richtig, genau. Erstmal die Wummen auspacken, in die Luft schießen und Swag und YOLO und hast du nicht gesehen. Ja, genau, ich schreie die ganze Zeit YOLO währenddessen. Das heißt, es ist ja alles ganz ruhig, bis auf deine Kreissäge im Hintergrund, die doch etwas irritierend ist. Tja, ja. Offenes Feld, wir machen es überhaupt nicht richtig. Und schön den Clusterfuck wieder laufen, genau. So, ich sehe überhaupt keinen Zombie bisher. Auch nicht. Ist ja auch nicht schlecht. Das ist offen, das Ding? Ja, ist offen. Cool. Da ist ein Zombie, ist ein Zombie, ja, ich hab's gesehen. Vielleicht kommen wir um den rum, ohne dass wir den pullen. Ach, da ist jetzt... Hier ist ja dann wieder Stein, hier muss man ja dann wieder langsam laufen. Ich glaube aber fast, da ist nichts drin. Doch, da hinten liegt eine Toolbox rum, das ist ja auch schon mal ganz nice. Mhm. Oh, eine Axt. Ja, den nehme ich doch direkt mal mit. Take Hatchet. Jetzt habe ich meine Lee-Enfield wahrscheinlich abgelegt. Ne, habe ich nicht. Sehr gut. Hast du eine Toolbox? Hast du eine? Ich habe keine. Ja, dann nimm sie. Okay. Hier brennt's irgendwo. Hier brennt's? Oder regnet's jetzt draußen? Ich glaube, es regnet. Okay, dann mal weiter. Ist hier noch Industrial? Ja, hier kann man auch noch reingucken. Hier ist aber nur Müll drin. Sehr gut. Ja, okay.
So, warte. Woraus sind Zombies? Hast du Schüsse gehört? Ich höre Schüsse. Nee. Ich höre Schüsse auf jeden Fall. Die kamen auch aus Berenzino auf jeden Fall. Das waren AK-Schüsse. Mhm. Ich habe keine gehört, aber ich glaub's dir. Ja, gut, dann gut Ausschau halten, bevor wir den nächsten Schritt machen, wahrscheinlich. Stehen wir hier im Regen rum, das ist natürlich auch doof. Weil dann kühlen wir ja aus. Ja. Lass uns mal hier unten drunter durch und warte mal, ich guck mal. Da auf der anderen Seite geht's dann weiter. Hinter dem Bus mal in Deckung gehen da. Bus ist cool. Ja, nicht Bus, sondern was auch immer das ist da. Wir könnten jetzt erstmal warten und gucken. Guck mal das Fernglas raus. Ich hab den Supermarkt wieder im Blick. Sehe nichts aber. Also ich würde mich, glaube ich, gerne Richtung Supermarkt orientieren, aber halt vorsichtig und erstmal gucken. Da kommt ein Zombie auf mich zugelaufen, der hat mich gesehen. Wo bist du jetzt? Ach da. Ja. Ich kann nicht zuschlagen. Musst du nachladen. Was? Fuck. Moment. Ich glaube, er backt gerade eh rum. Ja, wie lädt man die denn jetzt nach? Mit R? Ja, tut sich nichts. Ich kann nicht. Fuck. Gut. Warte kurz. Der macht jetzt gerade nichts, oder? Nee, ich krieg nichts ab. Okay, ich leg die andere Axt mal schnell an. Gut, die ist noch aufgeladen. Hast du eine leere Axt gefunden, sozusagen? Ja, ich weiß nicht, was das soll. Ist ja eh so ein Witz irgendwie. So, okay, ja, die habe ich jetzt am Tool. Ich habe eine volle jetzt wieder. Hatte der da was? Nee. Okay, also dann lass uns mal den... Ich gucke nochmal rein. Vielleicht finde ich mal was. Es sind auf jeden Fall Zombies in der Stadt unterwegs. Ja. Lass uns mal zu der Baumformation dahin. Ja, ich hab schon wieder eingepult, scheiße. Ja, besten Dank. Ja, also die könnten wir jetzt auf jeden Fall gezogen haben. Ah! Alter! Alter, bitte fall doch einfach um. Boah, hab ich jetzt einen Schreck gekriegt, Mann. Geh dann gleich ab. Den hab ich überhaupt nicht gesehen. Da ist okay. Noch einer. Alter. Okay. Mach mal hier Hide Buddy auf jeden Fall. Da kommt noch einer. Hey, das gibt's ja gar nicht. Was? Warum sehen die mich denn? Was ist denn da los? Hide Buddy. Versteck du den mal, ja. Okay, so. Lass uns mal da zu dem ersten Gebäude da. Dieser Regen, Mann, das soll echt nicht sein müssen. Der ist schon wieder aggro. Von rechts oder der geradeaus? Der geradeaus, geradeaus. Hinter dir kommt noch was. Ich bin bewusstlos. Was ist los? Und blute. Moment, ich kann nicht, Alter. Moment, jetzt blute ich auch. Ich verblute. Ah, scheiße. Ich muss mich kurz bandagieren. Ja, ich bin tot. Du bist tot? Ja, ich bin gleich tot. Wenn nichts passiert. Ich muss halt irgendwas machen. Jetzt bist du. Warte. Bandagiere deine Wunden. Und wir müssen hier weg. Ist okay, wir müssen rennen. Wohin? Wieder zurück?
Nee, ich blute halt ganz arg. Ich muss mich irgendwo hinlegen und dass die Akku verliert. Ja, ich laufe hier mal.